Leute, ich bin Schauerland und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil von Infra Part 2. Wir müssen jetzt den Wartungsschacht finden und ich würde sagen, wir gucken uns doch mal ganz genau hier überall um. Denn irgendwo hier muss es eine Möglichkeit geben, wie man weiterkommt. Hier kann man auf jeden Fall was drücken. City Assess. Okay. Ah, sieh mal eine an. Kann man hier durch? Okay. Damit vielleicht irgendwie. Okay. Auf jeden Fall kommen wir damit irgendwo hin. Going down. Das ist gut. Plattform. Ah, hier gibt es die Radioactive Aldemar Burger. Super. Super. Wir sind also jetzt unten. In der Metro. Und es gibt wieder jede Menge zu entdecken. Aber schön, dass wir die Toiletten in der letzten Folge noch mitgenommen haben. Kebab Hamburger. Super. Werbung für oben. iBook. So we can keep an eye on you. Hammer 7. Von den Machern von Hammer 6. Geil. Kinowerbung. Wenn du etwas malen musst. Okay. Erinnert mich gerade an Cry of Fear hier. Holy. Ah, okay. Das ist wohl der Wartungstunnel. Warum gehen wir nicht einfach... mehr auf die Schienen? Wahrscheinlich sterben wir dann. Wahrscheinlich sterben wir dann. Ich will jetzt aber erstmal hier in der Station ein bisschen rumgucken. Ob wir noch irgendwas anderes finden. Da kommen wir hoch. Aber wahrscheinlich kommen wir da wieder nur zum gesperrten Bereich. Ich versuch's trotzdem mal, natürlich. Komisch, da konnte er drunter herkriechen und hier nicht. Doch, konnte er. Warum habe ich das nicht eher versucht? Ah, ich Idioti. Ich Idioti. Man hätte einfach hier runtergehen können. Come a little closer. Krieg ich ein Achievement dafür? Nein, ich muss das einfach tun. Es tut mir so leid. Jetzt sag nicht, wir sind wieder, wir haben alles. Ach, ist auch egal. Ich habe nicht gespeichert. Hätte ich mal gespeichert. Ruf jetzt wieder an. Okay. Super. Das heißt, ich mache jetzt hier einen Cut und wir sehen uns dann wieder, wenn ich wieder unten bin. Bis gleich. So, da sind wir jetzt wieder unten und ich musste wirklich eine Menge neu machen. Deswegen speichern wir jetzt mal schnell das Spiel und lassen uns davon nicht mehr beeinflussen. Ey. Ja, irgendjemand sollte das wirklich mal fixen hier. Wir wollten uns erstmal hier unten wieder ein bisschen umgucken. Was wir noch für Schabernack treiben können. Oh, Pyrn. Wii Tablet 3. Das Apple Pendant. Und er kommt bald. So, ich glaube, wir müssten da hinten durch. Jetzt halt die Frage, ob hier durch oder auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist der Weg. Ich gucke gleich nochmal auf der anderen Seite. Ja, genau, bei Hammer 7 war das hier. Und die Frage ist, ja gut, wir können nicht auf die Schienen, weil dann sterben wir. Das habe ich ja gerade schon ausprobiert. Ich will aber nochmal eben auf die... ganz da hinten in Rennen. Da kann man aber auch hin. Die Frage ist, in welche Richtung muss ich? Wenn ich jetzt in die Richtung gehe und da nicht weiterkomme, dann könnte ich in die andere gehen. Aber wenn ich in die andere will, dann... Die Frage ist echt, wo ich hin muss. Vielleicht ist aber auch nur ein Wartungsschacht auf. Das kann natürlich auch sein. Wir probieren es einfach mal. Der ist zum Beispiel gar nicht auf. Ich schätze mal die andere Seite dann nur. Also die ganz andere auf der... Hier. Da hinten. Ist auch nichts. Okay. Schön. Also müssen wir Richtung Amsterdam Line North, nördlich irgendwie fahren. Nordlinie. Ein kleiner Spaziergang abends in einer U-Bahn-Station. Ist irgendwie, dafür, dass sie so groß ist, ist irgendwie ein bisschen unrealistisch. Weil eigentlich sollte doch... Ja gut, es sind Streiks, aber trotzdem ist irgendwie... Ah!
That's my way. Ich gucke nochmal eben auf der anderen Seite. War da links auch Türen? Nein, nur da. Okay. Gut. Aber dann ist das unser Weg. Der einzige. Da bin ich immer beruhigt. Oh, da geht's hoch. Eine Tür. Zu. Es wäre schön, wenn wir einen Schlüssel finden würden. Das wird, denke ich mal, der Tunnel sein. Aber gewieft, wie ich bin, möchte ich natürlich gucken, ob es hier irgendein Secret gibt. Schwupp. Batteries! I have 5 packs of flashlight batteries now. Okay, aber trotzdem kommen wir da nicht rein. Muss das so? Okay, die sollten wir erstmal reloaden. Still 4 packs left. Habe ich ja zwar schon gemacht, gerade eben, aber... Oder in der letzten Folge, aber dadurch, dass ich wieder laden musste, musste ich es jetzt nochmal machen. Okay, da kommt man wirklich, kann man da wirklich nicht hin? Kommt man da nicht hin oder kriegen wir da einen Schlüssel irgendwo? Eigentlich sieht danach aus, als ob wir da nicht hinkommen. Okay, dann wird das unser Weg sein. Ich speichere aber trotzdem mal. Save Game. Mal gucken, ob wir wirklich hier quasi nach Hause kommen. Oder ob wir noch das ein oder andere Rätsel machen müssen. Ich schätze mal schon. Immer schön hinter den Kisten gucken. Ob wir da irgendwelche Schlüssel finden. Warum ist da eine Tür, wenn man da nicht rein kann? Und eine Toolbox, die man nicht aufmachen kann. Oh, 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 hier hat wieder einer gepennt. Hey, Teddy! Die mitnehmen? Ist nur Müll. Nur Müll. Einfach nur fucking Müll. Wäre schön, wenn man die Teddys auch fotografieren würde und dann irgendwie was dafür kriegen würde. Warte mal. Gibt es denn hier irgendwelche Wartungsarbeiten, die eventuell durchgeführt werden müssten? Wie zum Beispiel, dass diese Tür zusteht. So, müssen wir auch noch reloaden. Only 2 packs left. Ja, reicht. Reicht, reicht, reicht. Nicht, dass wir hier irgendwas vergessen haben. Oben vielleicht. Hier irgendwie was. Hier irgendwie was. Hm. Ich gucke mal eben oben. Tut mir leid, muss sein. Muss sein. Ich will ja möglichst alles machen in diesem Spiel. Sofern ich alles irgendwie im ersten Run mitkriege. Aber das war natürlich für den Arsch. Aber da das hier ein klassisches Let's Play ist, darf ich es eigentlich nicht rausschneiden. Deswegen bleibt es drin. Vor- und Nachteile, Vor- und Nachteile. Ihr wisst schon. So. Weiter geht's im Text. Hier ist eine Treppe. Hinter der Treppe waren wir schon. Das heißt Treppe hoch. Schön, dass einer seinen Lotzen drüber hängt. Macht ihn sehr, mir sehr sympathisch. Nur Spraycans. Warum hier sind diese komischen Bedienungsdinger? Warum sind die hier? Das ergibt so absolut keinen Sinn. Oh, es ist auf. Es ist ausnahmsweise mal auf. Ach, das ist der Wartungsschacht. Eine Wartungslok quasi. Ich irgendwie runterschubsen, ne? Ich glaube auch nicht, dass ich das Ding einfach so anmachen kann. Das wäre ja zu einfach. Okay, hier sind wieder die... Oh, ein Schlüssel. Ich schätze mal der Schlüssel für die Lok. Kaffeemaschine. Irgendwas zum Fotografieren hier. Die Batterie ist leider etwas zu groß für meine Taschenlampe. Kippen brauche ich nicht. Müll brauche ich nicht. Fanta brauche ich nicht. Funkgerät brauche ich nicht. Oh, oh, hier gibt's was. Stahlburg Atomkraftwerkproduktion ist dabei, sich zu verdoppeln. Okay. Neue Metalldetektoren verursachen Probleme bei der SIA. Metroarbeiter sind immer noch im Protest. Und wann ist denn die Zeitung? 8. August 2016. Er sagt ja gar nichts. Hätte ich das gar nicht fotografieren müssen? Hauptsache eine Couch hier.
Jetzt ein kühles Bier. Okay, ich glaube, mehr gibt es hier nichts. Das konnte ich ja auch nicht fotografieren. Das heißt, ich gucke nochmal eben hier hinten. Geheimnisse finden, aber ich glaube... Oh! Oh, wir müssen natürlich erst wieder was anschalten. Manual. Auto. Auxiliary Track, Main Track. Okay, dann sind wir... okay, dann sind wir auf dem Wartungs... Zack. Dann sind wir jetzt auf dem Wartungstrack. Den haben wir jetzt aktiviert. Das Rätsel ging ja einigermaßen noch. Komm hier rein. Wir haben den Schlüssel. Nice ride. Oh, yeah. Sieht wirklich gemütlich aus. Emergency. Was haben wir hier? Hauptbremsen. Gas. Nein, wir müssen das also... Wir müssen das auch noch anmachen hier. Warte mal. Wir müssen das anmachen? Ich habe zwar einen Schlüssel. Aber wo muss ich den jetzt reintun? Wo ist denn der? Bremsen los. Ist die Hupe? Warte mal. Wie mache ich das Maschinchen jetzt an? Da. Da. Okay. Mann, Mann, Mann. Okay, Lichter haben wir an. Wie geil. Es funktioniert. Okay. Power. Bremsen sind los. Okay, die Bremsen sind los. Das heißt, wir können jetzt hier... Entweder mit einem gemütlichen Tempo oder mit einem etwas schnelleren Tempo. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das gemütliche. Wir nehmen erstmal das gemütliche Tempo. Wir haben jetzt also den Wartungstruck. Ich hoffe, es kommt nichts von vorne. Ist ja cool gemacht. Mensch, da fühle ich mich direkt an Half-Life 1 zurückerinnert. Nice, nice, nice. Okay, ein bisschen mehr Dampf können wir, glaube ich, schon geben. Wir machen mal Full-Speed hier. Mit Full-Speed durch den Bahnhof. Jetzt vielleicht wieder ein bisschen langsamer. Halt! Was war da? Wäre da was gewesen? Wir können leider nicht rückwärts fahren. Ach, Idiot. Liebes. Okay, wir fahren jetzt ungefähr mit 20 km/h. Können Sie Innenlichter ausmachen? Wir können Außenlichter ausmachen. Cool. Ich schätze mal, wir hätten da was fotografieren sollen. Können. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Können wir noch speichern? Komm, wir speichern mal eben. Wir laden mal eben. Load Game. Last Autosave. Mal gucken, was das ist. Achso, beim Schlüssel. Okay. Das machen wir dann nämlich nochmal und dann ein bisschen langsamer. Ihr habt es ja, glaube ich, nicht. Muss ich das fotografieren? Nein, das muss ich nicht fotografieren. Schlüssel haben wir. Da hinten nochmal eben umstellen. Tut mir leid für die Wiederholung, soweit. Also das anmachen, das anschalten und dann sollte das eigentlich gleich... Bims, okay. Jetzt weiß ich auch, wie man den Zug bedient. Immerhin. Hat Vorteil. Nice ride. So, anmachen, anmachen, anmachen. Bremse lösen und... Wir können jetzt erstmal ein bisschen schneller fahren, bis wir quasi in den nächsten Tunnel fahren. Dann haben wir genug Zeit, um da vielleicht das Foto zu machen. Ich zück schon mal die Kamera. So, ungefähr bis da. Und jetzt ein bisschen langsamer. Da hinten war er. Geh mal hier hin, da habe ich ein besseres Sichtfeld. Wenn denn da überhaupt irgendwas war. Wo war es denn? Da. Da kommt's. Wenn denn da überhaupt irgendwas war, aber ich denke, ich könnte mir vorstellen, also ich würde da was hinmachen, sagen wir es so. Ich hätte da was hingemacht. Okay. Here we go. Nichts. Da hätte jetzt einer, so ein Wachmann stehen müssen und an der Tür klopfen. Okay, es war alles für den Arsch. Alles für den Popo. Was nicht heißt, dass hier nicht irgendwas anderes sein könnte, was wir fotografieren müssen.
wegen mir vielleicht doch ein bisschen langsam hier mal durchfahren. Okay, wir gucken einfach mal, ob wir irgendwann Licht am Ende des Tunnels sehen. Aber im Moment sieht es noch gut aus. Ich nehme mal eben einen Schluck. Wir fahren ja nur ein bisschen mit dem Zug, da kann ich ja mal einen Schluck Wodka nehmen. Okay, wir gehen mal auf... Okay, ein Ladescreen. Toll, alles für den Ladescreen. Bis gleich. Hätte ich mir den Schluck Soße auch gerade so nehmen können, hier in der Pause, anstatt vorher. Hätte ich euch nicht belästigt mit dem Trinken eines Wodka-Glases. Stopp! Stopp! Okay, nicht stopp! Okay, wir fahren weiter, wir fahren durch die Stadt. Nice, nice, nice. Ich hab Angst, das zu verpassen. Es wäre fies, wenn jetzt hier was wäre. Ich will doch eigentlich nur die Strecke genießen. Ja, okay, okay. Straße. Oh, das ist aber verdammt cool gemacht, finde ich. Ich halte einfach mal die Kamera auf. Ein Schacht. Und ich denke, da geht's nicht weiter. Okay. Können wir bremsen? Ah. Was? Okay. Aha. Hier ist ein Ausgang. Ich habe die Vermutung, dass wir vielleicht hier hin müssen nochmal. Ich wusste, dass was kommt zum Fotografieren. Ich wusste es einfach so. Ah, aber die Batterien. Es klaut so viel Batterien. Immer wenn wir die Kamera zücken, ist das natürlich Batterie, die da flöten geht. Das heißt, man kann nicht die ganze Zeit hier mit gezücktem Dingen. Oh, nein. Falsche Tasten. Ich wollte doch dahin. Ah, wir sind in der nächsten Station. Ah, verstehe. Okay, wir fahren von Wartungsstation zu Wartungsstation wahrscheinlich. Weißt du, wie sind die Pilze? Erinnert mich ein bisschen an die Floßfahrt aus dem Part 1. Nur, dass wir da noch selber was steuern mussten. Hier können wir ja eigentlich nichts steuern. Okay, machen wir noch ein bisschen langsamer. Gerade eben waren wir auf dem mittleren Punkt. Okay, der mittlere ist doch besser. Ist ein bisschen... Okay, wir gehen nicht links, wir gehen rechts. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Weiß nicht, ob das gut ist. Ich hätte das Gefühl, dass gleich irgendwo hier was kaputt ist und wir einfach abstürzen. Da! 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 That's not good. Only one pack of batteries. Ja, ist ja gut. Reicht hoffentlich. Haben wir doch das kaputte Ding wieder gefunden. Okay, zwei Bilder haben wir schon mal. Ist gut. Aber anscheinend brauche ich die nicht die ganze Zeit gezückt halten. Man sieht es anscheinend auch so. Hoffe ich zumindest. Trotzdem sollten wir die Augen aufhalten. Bitte schreit auch, wenn ihr was seht. Irgendwas, was reparaturbedürftig wäre oder kaputt oder... Ihr wisst schon. Unsere aller Aufgabe hier. So langsam könnten wir jetzt aber auch mal wieder ankommen, finde ich. Da hinten scheint noch eine Station zu sein. Okay. Wo war der jetzt? Ich hoffe, ich fahre nicht ewig im Kreis. Ich habe so langsam das Gefühl, ich fahre ewig im Kreis. Alles passt schon. Ich meine, ausmachen können wir ja nicht. Wir können nur hupen. Ich liebe die. Weil ich Zugführer werden sollen. Okay, jetzt könnte mal wieder was Kaputtes kommen zwischendurch. Wahrscheinlich sind gleich die Schienen kaputt. Und wenn ich es dann noch schaffe, die Schienen zu fotografieren, bevor ich verunglücke, dann gibt es ein Achievement. Okay, wir kommen jetzt in einen Bereich, wo alles rot ist.
Was? Das. Das habe ich mir irgendwie fast gedacht, so. So. Ich habe es kommen sehen. Okay, wir sind also hier. Nice. Das sind ja mal richtig, richtig alte Gewässer hier. Ja, nicht zu tief. Nicht zu tief, das kennen wir schon. Okay, da liegt noch eine Kiste. Oh, ein Rad. Brauchen wir das wohl irgendwo für? Das nehme ich direkt mit. Erfahrungsgemäß braucht man das immer. Haha, da ist er wieder. Teddy! Ein Vladdy wäre mir lieber. Der würde mich dann nicht mehr hier rausholen. Nur indem er Sachen beschimpft oder irgendwo gegentritt. Holy shit. Wenn ich das jetzt da hinschmeißen würde, dann wäre es das wahrscheinlich. Dann würde ich das nie wieder da rauskriegen. Okay, wir haben ein Rad. Wo komme ich denn her? Leg das erstmal hier hin. Gott. Müll. 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 Aber da kommen wir eh nicht her. Da sind wir wieder in den Undergrounds von Starburg. Bergman Tunnels. Okay, hier sollten wir aufpassen. Die Kiste können wir mitnehmen. Ist vielleicht auch. Nein, jetzt habe ich sie da reingeworfen. Ist vielleicht auch noch wichtig irgendwann. Wir haben ja wieder mehrere Wege irgendwie. Soll ich mir erst das Rad wiederholen hier? Das muss ich unbedingt mitnehmen. Das braucht man bestimmt. Das liegt da nicht umsonst. So. Kommst mit. Das muss ich wieder ganz bis hier hinten. Ganz bis hier hinten hinrennen. Kiste habe ich ja darüber geworfen. Okay. Aber bis zum Rettungsring reicht es dann doch nicht. Hier kommen wir aber, glaube ich, rüber. Hier, da kommen wir rüber. Ich bringe das erstmal in Sicherheit. Also dazu... hier rüber. Ach, da kommen wir vielleicht hoch. Ich es erstmal hier hin. Kommen wir auch hoch. Da kommen wir garantiert nicht her. Ist zu. Da hinten ist natürlich auch zu. Okay. Ich meine, da hinten hätte ich gerade einen Sims gesehen. Ja, nice. Da können wir auf jeden Fall nicht durch. Auf der anderen Seite quasi. Ich glaube, da muss man mit den Kisten hin. Dafür sind die Kisten. Weil nicht nur da war eine Kiste, es war ja auch noch... Wo war denn noch eine Kiste? Hier ist eine Kiste. Ist das die, die ich mitgenommen habe? Ne, die steht da hinten. Das war hier oben. Achso, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal hier hoch. So, warte mal, ich hole mal eben die andere. Die Rätsel sind, glaube ich, ein bisschen schwieriger geworden. Also hätte man Part 1 nicht gespielt, wäre man hier, glaube ich, hoffnungslos verloren gewesen. Wo habe ich das Rad hingetan? Habe ich das neben den Zug gelegt? Ach, da liegt es ja noch. Okay. Gut, 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 gut. Da müssen wir nämlich hin. Ich glaube, da müssen wir hin. Aber erstmal hier hoch gucken. So, die tun wir mal dahin. Das Rad nehmen wir mal direkt mit. Ist auch hier hin. Ach nee. Da wäre man hochgekommen. Nehmen wir die auch noch? Toll. Okay, da kommen wir mal zurück. Okay, man wäre also hier drüber hier hochgekommen. Auch gut. Auch gut, auch gut. Okay, hier kommt man. Na toll. Haben wir noch so ein Ding? Ist das? Es führt darüber. Und damit haben wir hier... Oh, ein Schlüssel. Ein Schlüssel für was? So, auf jeden Fall zwei Räder hier. Lege ich auch mal hier hin. Schlüssel für... Vielleicht hierfür? Ach nee, ist ja zu.
Achso, dann vielleicht von der anderen Seite. Hier hinten, genau. Ah, damit kommen wir in den Bereich. Okay, ja, so wird's wahrscheinlich sein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Okay, was haben wir hier? Achso. Habe ich eigentlich gerade abgedreht hier, das Rohr. Da muss ich auch noch was abdrehen. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir müssen da, glaube ich, das abdrehen. Das sah so aus, als ob man da... Jetzt klettert hier die Dritte. Es sah so aus, als ob man da dieses Rohr hätte nehmen müssen. Dieses Rad und an das Rohr packen müssen. Da war ein Loch. Ich glaube, das muss man noch abschalten. Vermutlich war hier irgendwie noch Gas an oder so. Ja. Damit kriegen wir das. Okay, jetzt ist auch Ruhe im Karton hier. Apropos Karton, was ist denn das da oben? Was ist das da oben? Warum liegt da ein Karton? Ich vermute noch Geheimnisse irgendwo. Und überall sind hier die scheiß Türen verbarrikadiert. Ich vermute noch Geheimnisse. Ich hole mir mal eben so eine Kiste. Weil ich möchte gucken, was in dem Karton ist. Ob man da vielleicht noch dran kommt. Und das ist dann unser... Oh, die Kisten passen wieder nicht durch die Tür. Verdammt. Okay. Dann gehen wir jetzt hier lang. Und ich würde sagen, wie es weitergeht, das machen wir in der nächsten Folge. Bin schon gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.